Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tankopedia, heute hier am Sonntag. Ich habe mir Replays von euch rausgesucht und jetzt fange ich langsam an, mir ein bisschen spezifischere die Replays rauszusuchen, weil ich gemerkt habe, dass man teilweise, wenn man wirklich nur per Random das angeht, man teilweise nie wirklich sicher sein kann, ob das jetzt wirklich sehenswerte Replays sind. Weil manche einfach nur ihre Replays reinknallen und man daran nie wirklich so erkennen kann, wer sich wirklich Mühe gibt und beziehungsweise sich wirklich was dabei denkt, wenn er die Replays da reinstellt. Und deswegen gucke ich mir die, habe ich mir angefangen, die mittlerweile mir ein bisschen so anzugucken und dann immer so meine kleine engere Auswahl zusammenzustellen. Und ich glaube, ich habe hier mit den 4 Replays heute auch was die Panzer angeht, ja, die hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Oder ja, hatten wir so eine Weile nicht mehr. Und ich denke doch, das könnten gute Replays werden. Ich habe sie mir nicht angeschaut, ich habe mir nur die Ergebnisse so ein bisschen angeguckt. Und ja, mehr aber auch nicht. Und dementsprechend, wir können ja uns viel erhoffen. Viel Action wird heute mit dabei sein. Und ja, da ich mir aber trotzdem die Replays eigentlich nicht angucken möchte, so wie ich das heute getan habe, suche ich nochmal an der Stelle einen, der sich freiwillig meldet. Muss, wenn das keiner machen will, ist nicht so schlimm, dann mache ich das weiterhin selber. Einer, der für mich quasi so ein bisschen die Replays sortiert. Unter dem Vorbehalt sehenswert. Heißt, auch wenn das jetzt kein Pro-Player ist aus dem Competitive-Bereich, kann das Replay für seine Verhältnisse trotzdem wirklich gut sein. Und danach sollte dieserjenige aber auch bewerten können, was sehenswert ist und was nicht. Ich möchte nicht so eine Kategorie wie Spieler der Woche sein, wo man unmenschliche Replays sehen muss. Kein Flame an dieses Format, da sieht man wirklich die krassesten und sickesten Replays von den besten Spielern, so wie es eigentlich auch gedacht ist bei Spieler der Woche. Aber ich möchte hier auch der anderen Seite eine kleine Basis bieten. Aber ich bräuchte da trotzdem einen, der mir ein bisschen da was abnimmt und die Replays für mich sortiert. Sind ja auch meistens nicht so viele, die bei mir eingeschickt werden. So, da haben wir jetzt ein bisschen zu lange gequatscht und da fangen wir gleich an mit dem guten, mit dem ersten Replay. Da haben wir einen guten Fugus hier, den guten OG Project in seinem Progetto. Mod 65 hier auf der Karte Perle der Dynastie. 10er Progetto, immer wieder mal genervt, obwohl ich den Panzer von Anfang an ziemlich fein fand. Hat halt eine Menge Flexibilität, hat eine sehr schöne Kanone gehabt am Anfang. Mittlerweile ist sie noch okayisch, was im Vergleich zu anderen 10er Mediums. Das Gunhandling ist, ist nicht mehr ganz so nice wie früher, aber es ist trotzdem noch gut. Mobilität haben sie ein bisschen da die Eier abgeschnitten. Panzerung ist, sag ich mal, trollig, nie drauf verlassen. Und ja, Kollege fährt hier auf die C-Seite, so wie ich das standardmäßig auch mit dem Medium mache. Und würde ich, und das mache ich auch gerne mit so einem leicht gepanzerten Medium, fahre ich nie gerne dorthin, wo der STB fährt. Weil man kann sich mit dem Symptom nicht so gut Hulldown kloppen. Also hier, schöner Trackschuss. Und ja. Und probiere hier mit dem Busch zu benutzen, hat hier den Leo schön zwei mitgeben können. Leo aber mit der Lasergun snappt ihm natürlich da noch eine rein. Ah, hat sich nicht getraut zu schießen. Wäre aber auch ein absoluter Glücksschuss gewesen. Ja, dann drückt er gleich mal dem Leo schön hier in die Seite. Ist auch wieder komplett reloaded, das heißt, wir haben den kompletten Clip da. Probiert sich jetzt hier auch den Leo rauszuschnappen. Was ich sehr gut finde. Gelingt ihm nicht ganz, er hätte HE laden müssen. Hat sowieso schon High Roll gemacht. Jetzt ist der Ehrenhund hier ganz alleine, wartet wieder, bis er komplett vollgeladen ist. Trackt ihn ja auch wieder sehr, sehr schön. Ja, dieses Tracken, gerade wenn man Autoloader ist. Dann bringt er seinen ganzen Clip an. Kann gleich wahrscheinlich noch einen Schuss hinterher zimmern. Ah, ja, 100. Ah, nee, wird nicht funktionieren. Spart sich hier auch den Schuss, probiert nicht zu schießen. Sehr, sehr schön. Grille müsste hier noch im Spawn irgendwo. Ach nee, die ist tot. Okay, nicht gesehen. Ja, macht jetzt hier den großen Bogen. Einfach nur, um nicht an vorderster Front mit dem R100 und der. Was ist das? Und der Grille dort mitzufahren. Ja, man möchte sich das nicht so. Ja, wenn man das macht mit dem Progetto. Ihr habt zwar eine trollige Panzerung, teilweise ja die eure Frontplatte gerade von der Wanne ist wirklich sehr, sehr trollig, aber man muss es ja nicht reizen.
Jetzt haben wir eine Grille, die wir uns schön holen können. Oh, schön am Maxwell hier mit 500. Das freut er noch immer, weil man mit der E Maxwellen kann. Preis sie auch. Ja, durch die... Wenn wir jetzt gleich mal rauszoomen. Bleibt ihr weit auf der E? Ja, könnt ihr ja die 3 HP stehen lassen. So, wenn wir mal herauszoomen. Er ist wirklich in einem sehr steilen Sidescrape rausgefahren. Hier hinter diesem... Hat das zum Sidescrapen benutzt. Und ihr seht ja dieses schöne, diese schöne angeschrägte Seite. Und wenn da die Grille trifft. Und das ist, glaube ich, sind, glaube ich, über 50 mm oder sowas, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ist, glaube ich, kein Overmatch. Ja, dann prallt die Grille. Hat er hier sehr schön den Schuss provoziert. Ist damit noch nahezu voll AP. Gleich wieder komplett nachgeladen und ready hier an den Hori schön eine reinzuzimmern. Schön ausgenutzt hier den die maximale Gunnepression, die der Panzer mit sich bringt, sind glaube ich auch 10 Grad tatsächlich. Ich kann natürlich hier die Treppen auf äußerste ausnutzen. Schöner Snap. Sehr gewagt, er hätte auch in den Boden gehen können, hat aber ein bisschen Glück gehabt, natürlich gehört dazu ein bisschen RNG. Und konnte da hier schön den Leo erstmal rausnehmen, was wichtig ist, denn der Leo, wie gesagt, eine Gefahr. Ah, jetzt wurde er ein bisschen geblockt, der vom R100. Sonst hätte er ihn hier weiter tracken können, so hat er 50B repariert. Pusht jetzt drauf, wird sich wahrscheinlich die Schüsse fangen wollen, er kann ihn rausklippen. Oh, R100 prallt, was ein Glück. Kann er ihn hier klippen und damit ist dann noch der CT-57 übrig. Der klippt jetzt hier den R100 in ganzer Ruhe. Problem ist, T-57 kann, glaube ich, 2 Clips von ihm aushalten. Ja, braucht quasi 3 volle Clips. Während der T-57 nur 4 Schüsse für ihn braucht, muss er auch einmal reloaden. T-57 ist klar. Ah, aber gerade wenn man dann so bounced, der hat gerade diesen unglücklichen Winkel getroffen. Da dann einfach, Leute. Wenn ihr mal sowas habt und ihr seid euch nicht ganz sicher und seid so ein bisschen am Bang mit euch, ob ihr den Schuss nun wirklich so anbringen wollt, dann ladet beim T57 Heavy konsequent Heat. Damit habt ihr dann keine Probleme, durch den Turm zu holzen. Drauf geschissen, dass ihr da ein bisschen Damage einbußen habt, aber ihr kriegt eure Schüsse safe durch. Und das ist dann hier wichtig in dem, ja, in dem Zuge. So, jetzt ist der T57 Heavy im Reload. Ah, kriegt ihr die hier eh rein, das ist natürlich nice. Oh, schöner Maxwell. Jetzt wieder die Standardmunition geladen, sehr schön. Und sollte ihn hier rauskriegen, bevor der T57 nachgeladen hat. Sehr, sehr schön. Zum Schluss, also schönes Munitionsmanagement. Generell hier schön über den Autoloader gespielt, immer wieder nachgeladen, sich vollladen lassen und ja, wirklich schön die Ziele priorisiert und damit hier eine massive Damage-Anzahl von fast 7000 Schaden mit 3 Kills. Deswegen auch verdient der Ace-Denker und die High-Caliber-Medaille und hat hier sein Team ordentlich gecarried, auch wenn hier einige meinten, dass er ein Noob sei. Aber gut, das kennen wir ja so, ne? Wer zuerst stirbt, kreischt meistens am lautesten in diesem Spiel. Trotzdem hier, wie gesagt, sehr, sehr schöne Runde. Wirklich sehr schön gezeigt, wie der Progetto zu spielen ist und wie man gerade auch mit diesem Autoloader an sich umgehen muss. Sehr, sehr schön. So, unser zweiter von heute ist das gute Rosinchen in seinem T110E3 auf der Karte Hafenbucht. Top-Team-Match ist hier im Platoon unterwegs mit dem Supi The Real Moody in seinem T22 Medium. Also hier ein guter Spotter, ein recht mobiler Spotter, gut gepanzert, der auch noch was aushält. Mit dieser Hold-Down, mit diesem schönen Hold-Down-Keiler, ja, man kann sich schön eingraben. Sehr, sehr schwer rauszukriegen und kann trotzdem noch sehr böse austeilen. 640 Alpha, die knallen da ordentlich rein. Fährt auch verständlicherweise rüber auf die C-Seite, auf die Medium-Seite. Wäre schön, wenn ich jetzt sehe, dass die Mediums und Lights von eurem Team in die Ecke fahren, um diese zu contesten, weil T22 Medium drüben in der Ecke, wenn er Hold-Down spielen darf, dann ist das Gott-Tier da drüben. SCB ein bisschen schneller. Sind die Kollegen hier ein bisschen zu langsam? Schuss geht auch nicht rein vom T22. Aber will der SCB weiterfahren? Das könnte ihm leid tun, Kinderwerfer und der stehen bereit. Ah, ne, traut sich nicht. Aber sein Kollege ist jetzt mit drüben und kann hier anfangen. Ah, kriegt schon leider Schüsse. Die Position ist aber auch nicht optimal. Er müsste richtig hinten rein in die Senke. Wenn unser Kollege hier genau das Richtige macht, weiter vorne ranfährt. Ne, du bist ein Keiler, du willst keilern. Denn just do it! Fährt hier ran, kann hier, wo, wie gesagt, jetzt Hold-Down. Kann, wie gesagt,
von der Position, ihr könnt so massiv entweder Fatih hier ran, ja, weiter solltet ihr nicht fahren wegen der ES4, aber solange ihr dieser Medium hier drüben ihn nicht stressen kann, oder generell die Mediums, die probieren hier rüber zu fahren, oder Panzer, was auch immer, von hier drüben kein Seitenfeuer reinkriegt, könnt ihr mit dem E3 unangetastet, es sei denn, die Gegner sind schlau und fangen an, euch gegen die Cupola zu schießen, könnt ihr aber ungetastet hier Holdown spielen und einfach das Keiler-Leben schlechthin leben. Na ne, den kriegst du da nicht rein. Nicht so. Da würde ich doch tatsächlich probieren, uns hier ein bisschen rumzufahren und die S4 zu kriegen. Genau, sehr schön. Genau sowas würde ich sehen. S4 damit jetzt auch Ausgleich. Oh ne, doch nicht. Da muss noch ein Schuss hinterher. Aber schon mal eine große Bedrohung weg. Keiner Mann Marsch. Schön high ja, in den 50B. Weiß nicht aber, ob das das richtige Ziel ist. Der 50B ist jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so gefährlich wie der STB da hinten. Aber mit etwas Glück, Maxwell hat auch den Perk gerade noch drin gehabt. Kann man hier auch den Kollegen rausnehmen. Den kann man auch high drücken. Nicht mehr ganz so gut wie früher tatsächlich. Dazu muss man schon ein bisschen tricky aimen. Das würde nicht funktionieren. Oh! Hat jetzt den fliegenden E5-Turm leider getroffen. Das ist jetzt natürlich sad. Aber steht trotzdem hier weiterhin Holdown jetzt gegenüber zum STB. Und jetzt hier wieder dem STB einer reingewirkt. Sehr, sehr schön. Sollte jetzt wahrscheinlich die kassieren. Oder die AP, ja, STB-1. Sehr präzise Kanone, sehr gute Kanone. EN-100? Oh, sehr schön. Wichtig, dass der STB hier raus ist mit einer der gefährlichsten 10er-Mediums zurzeit. Und auch der gefährlichste für ihn hiermit. Objekt kann damit leben, EN-100 kann damit leben. Und was lebt noch hier drüben? H50M ist natürlich auch noch böse. Aber STB ist trotzdem noch der mobilere. Da kann er nicht so ganz hinterherrennen. Gerade so in E3, da tut sich dann immer schwer dabei. Oh, nice! Schöner Moonrack, sehr, sehr nice. Dein Ziel sollte es jetzt sein, den E100 so ein bisschen links liegen zu lassen. Und jetzt nochmal ein Moonrack bitte auf den E50M, sonst wird das hier heute nichts mehr. Und ich bitte nicht heilen lassen von dem E100. Oh, der E100 hat die kleine Gun, das ist schon mal sehr wichtig für uns. Weniger Durchschlag, weniger Schaden, damit kann man besser arbeiten. Sollte abprallen. Genau, sehr schön. Er hat da nichts zu melden, der 100. Und jetzt einfach keilermäßig vorne an ihn ranfahren und ihm einen Schuss nach dem anderen ins Domejam drücken. Und dann ist da natürlich eine ordentliche Damage-Penata. 2010 Damage blockt. 4 Kills sind wir mittlerweile. Dürfte wahrscheinlich auch der 10. sein, wenn ihn nicht der T92 sich krallt. Und da seht ihr mal die Weak Points eines E100s. Ich weiß auch nicht, warum WG nicht einfach diesen Bereich, den Frontbereich zumindest genauso bufft wie den Turmfront. Weil wenn man so im Facehack ist mit dem R100, dann ist es, manche prallen ab und, oder wie gesagt, ihr seht hier, der winkelt den Turm sehr schön an. Kein Durchkommen hier oben an der Turmseite, aber ihr aimt dann einfach hier in den Ring, in diesen kleinen Winkel hier rein. Und die Sache hat sich schon wieder. Keine Ahnung, warum das nicht mal gefixt wird. Ah, R100 turmlos. Und netterweise muss man aber auch sagen, T92 verschießt nochmal und lässt ihm hier in freudiger Weise den Kill. Somit kommen wir auf 8162 Schaden. Eine Keilerrunde vom Feinsten. E3 darf Full Down spielen, darf er eh verdrücken. Also besser kann man es gar nicht haben. Wie gesagt, hier eine schöne, schöne Runde hingeliefert. 5 Kills, wie gesagt, 8161 Schaden. Also das war das Traumszenario für eine E3. Holdown, kein HE gegen die Cupola. Die Gegner, die nur Standardmunition schießen, kein Gold. Und dann einfach das Keilerleben schlechthin. Deswegen auch hier verdient der Ace-Tanker die Kriegermedaille, die High-Caliber-Medaille und die Radley Walters für die 5 Kills. Und hat damit natürlich ordentlich sein Team gecarried. Wobei man auch den Mediums drüben auch ein bisschen was lassen muss. Denn die haben ihm die Ecke freigehalten, dass der STB dort nicht weg konnte. Und ihm in die Seite bedrohen konnte, auch wenn jetzt sein Kollege hier keinen Schaden gemacht hat. Er hat dafür gesorgt, dass der STB in der Seite nicht wirken konnte, sonst wäre das für den E3
nicht so gelaufen, auf jeden Fall. Trotzdem hier, wie gesagt, sehr, sehr schön. 1837 Base-EP, Wahnsinnsmenge. Holy moly, wie gesagt, ordentlich Schaden gedroschen, der Kollege hier. So, kommen wir zum nächsten Replay. Da haben wir einen guten CPS Bob Dude alias Iron in seinem T105 auf der Karte Kanal. Auch eine sehr schöne Map hier für einen E5. E5 wird zurzeit einer der besten, stärksten und am liebsten gefahrensten Heavys im CW. Immer wieder mit dabei, obwohl mittlerweile seit dem HP-Buff auch jetzt wieder so ein bisschen die alte Meta durchdringt. Was heißt, die S4 wird dann 13 gesplammt. Aber trotzdem, E5, ein beliebter Panzer. Er hat gute Gun Depression. Er hat einen wirklich echt hartnäckigen Turm. Recht gute Mobilität. Und er hat natürlich mit dem entsprechenden Verbrauchsmaterialien gute Möglichkeiten, was Utility angeht, Durchhaltedauer, Mobilität etc. pp. Also kann seine ohnehin schon guten Kampfeigenschaften nochmal zusätzlich steigern. Ja, Oberwanne auf den E5 geschossen, das ist dann nicht so schön. Kinderwerfer hier unten in der Senke, weiß gar nicht, was er da unten verloren hat. Nächster Schuss hier in den E75 rein. Ist natürlich so, dass der E75 keinen Bock hat, auf ihn zu schießen, warum auch immer. Ignoriert ihn komplett. Jetzt kriegen wir hier vielleicht noch einen rein. Na? Oh, schön. Die 5% hat er mitgenommen hier für den Pen-Boost und konnte hier den Kollegen in seinem E75 pennen. Jetzt nimmt er die Heat für den Killshot. Richtig, absolut korrekt. Nimmt hier den E75 solo raus. Ne, nicht ganz. Aber hat schon mal seine 1500 Damage sicher. Na, Kinderwerfer hier, schön tracken bitte. Sehr nice, auch wenn es glaube ich nicht gewollt war. Ein bisschen zu hoch gezielt, aber es hat noch gereicht. Aber gerade so ein Kinderwerfer, wenn man den tracken kann, ist das natürlich absolut juicy. Und ja, auch hier die E7 hätte man tracken können. Wie gesagt, Leute, gewöhnt euch ein bisschen an. Immer probieren die Tracks von den Leuten, gerade wenn sie stehen und ziehen zum. Ne, probiert euch an. Probiert. Gewöhnt euch an, bin ich behindert? Gewöhnt euch bitte an, es zu probieren. Genauso wollte ich es sagen. Immer wenn die Gegner sich günstig hinstellen und ja, stehen bleiben, dass ihr probiert, in die Tracks zu ziehen, dann müssen sie nämlich reparieren, verschwinden, Rapkit, was am Ende irgendwo fehlt, wenn ihr das Moonlager ankratzt und oder, keine Ahnung, ja, das Multikit verschwendet wird und ihr dann nochmal anzündet. Also demnach hier, wie gesagt, probiert da möglichst viel rauszuholen, dass eure Gegner das Leben so hart gemacht wie möglich wird. Hart wie möglich gemacht wird. Ich bin gerade der deutschen Sprache nicht mächtig. SD Stock sollte jetzt kein Gegner für uns sein, aber Knallwerfer. Knallwerfer. Danke, SD, für den Decap. Das Adrenalin. Oh, nice. Schön. Schön getrackt. Damit konnte er nicht weiterfahren und hat seinen Schuss gemisst. Wird jetzt hier von dir auch rausgenommen, aber wirklich sehr, sehr schön gemacht. SDI mit Maxwell brauchen wir nicht. Jetzt kommt die 7 ran, die können wir gleich als nächstes fragen. Schön hier durch die Seitenpanzerung durch. Na, 1175 gerade mit kalibrierten Granaten hat dann natürlich eine mordsmäßige Pen. Da geht so ein Schuss schon mal recht easy rein. Sein Glück ist, dass ihm der Gegner halt 0. Auch wenn das jetzt so komisch ist, warum wird er hier vom Gegner nicht angegangen? So oft. Der Kinderwerfer hat es probiert, ist daran gescheitert. So. Dann ist es für viele im Spiel auch so, gerade in dem Status, ja, es sind nur noch zwei am Leben, oder es sind nur noch drei am Leben, ne? Und dann geht ihr auf den, der am wenigsten AP hat, um die Kanone rauszunehmen. Und er ist aber noch full life. Das heißt, der Gegner überlegt es sich. Und gerade. Obwohl, oh Gott, zwei Full Life THC in der Wüste, nothing said, aber die IS-8, die war angekratzt. Deswegen geht die IS-7 nicht auf ihn, sondern lieber auf die IS-8. Erstens ist es ein Neuner, den er komplett zerstören kann. Genauso wie der F50M. Witzigerweise haben die Gegner aber jetzt das Problem, deswegen wird die Runde wahrscheinlich auch gewonnen sein, ist, dass jetzt hier zwei Full Life Stufe 10 Heavies sitzen, die noch komplett
ready sind, ihre HP hier reinzuschmeißen. Oh, schade, da hätte man vielleicht ein bisschen Heat laden sollen. Und wie gesagt, auch jetzt komplett ready sind, ja, IS-4 ist absolut bereit, sich hier ins Grauen zu stürzen. Man fängt natürlich an. Schön, schön, dass die IS-4 andersrum fährt und den E-50 zu dir treibt, finde ich sehr, sehr schön. Ah, schön, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wie das Adrenalin, vielleicht nicht nötig, aber machst du trotzdem, finde ich gut. Jetzt hier einfach die Heat, sehr nice. Ja, ja, brauchst sowieso zwei Schüsse, dann kannst du auch die Heat laden. Einmal für den Self-Shot, IS-4 kommt auch nochmal zurück, sehr schön. Jetzt musst du allerdings die IS-4 für dich tanken lassen, das wäre jetzt das Gescheiteste. Schon mal präventiv die HE reingeladen, auch nicht schlecht, finde ich sehr gut. IS-4 will jetzt die Base capturen, aber du hast natürlich keinen Bock, hast gerade schon so eine 10. Runde. Okay, wir wissen, wo sie hängt. Da oben ist sie. Oh, leider nur ein Trackshot. Oh, das tut vielleicht weh. Ah, das war jetzt nicht gut von dir. Ich glaube, wenn ich jetzt mit ihm passieren darf, deswegen preloade ich, auch wenn es nur noch eine Grille ist oder sowas, preloade ich ungern HE. Nehme deswegen die AP. Hier hättest du mit der AP definitiv mehr Schaden gemacht und hättest ihn noch getrackt. So hattest du wenig Damage, hast gerade die Hälfte deiner HP verloren. Also gerade 1200 HP einfach flöten gegangen, weil du die Grille zweimal eine drücken konnte und du hast im Return nur 180 Schaden hier gemacht. Und das musst du jetzt, wie gesagt, noch sehr vorsichtig spielen. Wenn du da noch was abhaben möchtest. Aber lass jetzt erstmal die IS-4 sich der Grille annehmen. Die hat da deutlich mehr zu melden. Die Grille hat aber noch die Geschwindigkeit, um vor der IS-4 wegzurennen. Stell dich hier an den Stein und warte auf sie. Genau, richtig. Oh, bitte pralle. Oh, sie verschießt, oh mein Gott. Uiuiui, sie hat verschossen, sie hat verschossen. Ja, ist jetzt on the run mit der Grille. Aber das sollte die Grille jetzt nicht mehr wegkommen. Jetzt würde ich auch keine AI mehr laden, lad die AP. Wäre jetzt die elegantere Lösung gewesen, aber die HE hier mit dem RAM zusammen bringt es auch. Und da sind wir auch wieder bei 4 Kills und sagen und schreiben 7500 Schaden. Auch wieder eine insane Runde, was den Damage angeht. Schön gespielt hier, wurde wie gesagt nicht vom Gegner beachtet, was noch damit zuzählt und konnte sich dementsprechend an manchen Gegnern hochfarmen. Trackshots waren schön, würde ich mir nur ein bisschen mehr wünschen und auch ein bisschen mit Bedacht wünschen. Ansonsten wirklich eine sehr schöne Runde hier von dir in deinem E5. Schön die Gegner hier aufgehalten, auch wenn das mal eine unkonventionelle Taktik war. Ja, sieht man nicht häufig, dass beide Teams hoch zu A wollen. Trotzdem hier verdient der Ace-Tanker die Kriegermedaille und die High-Caliber-Medaille. Und hast zusammen mit deiner ES4, auch wenn sie jetzt nur 2000 Schaden gemacht hat, nur trotzdem zusammen schön die Runde gecarried und hier natürlich ein schönes Replay abgegeben. Wie gesagt, well played hier an der Stelle. So, und da kommen wir zu unserem letzten Replay. Und da haben wir den guten The Nox Dude in seinem Waffenträger auf Panzer 4 auf der Karte Himmelsdorf. Ist jetzt natürlich nicht die schönste Karte. Ist auch ein Wertungsgefecht, wie wir gesehen haben. Wie gesagt, nicht die schönste Karte. Für dich. In der MWT, das ist eher so eine Karte, die was für ein E75 wäre, wenn wir mal auf der Stufe sind, oder STI. Ja, Panzer, die hier auch mit die Sidescrapen wollen, die Holdown sich prügeln wollen. Ja, aber so ein WT, der aus Papier besteht, ja, so eine Glaskanone, die hat da manchmal ein bisschen zu kämpfen. Bin da trotzdem gespannt, was du uns hier liefern wirst. Macht sich hier bereit für den klassischen A-Camp. Ja, einfach mal hier runter aimen. Wird nur nicht ganz aufgehen, es sei denn, der Gegner fährt gerade in A rein. Alles, was dort hinten rum
Alles, was hier in dem Bereich crossed, wird er nicht aufmachen. Dazu hätte er im Medium weiter vorfahren müssen. Währenddessen, eure drei Heavys stürzen sich. Oh, doch, aufgemacht. Krass. Zeit live, dass man den Action X dann leider nur getrackt hat. Wird's aber gleich wieder pieken, ich weiß nicht. Oh, klappt aber, ja. Besser getradet, hat er der Action X. Einmal falsch rausgefahren, aber er probiert halt auch 45 Grad Winkel zu Zeit scrapen. Und das kann halt nicht funktionieren. Oh, dass die HE noch reinging. Die war aber vom Meister höchstpersönlich gelenkt. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben hier noch einen von Ups in seinem T44. Den man nochmal geschmeidig in der Fahrt eine mitgibt. Wer kennt's nicht, ne? Der klassische WT auf R100. Ja, Aiming, was ist das? Kann man das essen? Kenne ich nicht. Schön aber trotzdem die Situation erkannt, dass hier die Flanke mehr oder weniger gefallen ist. Schön, noch mit anzünden. Schöner Schuss. Schön abgepasst. Und der T44 natürlich. Ein bisschen triggert. Nächster hier. Oh, 700. Das schmeckt. Die fahren aber auch gerade mit der Seite. Das ist auch natürlich eine Situation, wie man sie in seinem WT haben will. Alle fahren sie mit der Seite in die Frenette rein. Hier der nächste Löwe. Oh, ist das Josie. Das ist aber auch natürlich so. Ne, ups, Top-Clan wird hier, stirbt als erstes, beschwert sich über den Fokus. Dass er aber einmal ihm durch die Flinte läuft und dann einfach seitwärts, obwohl er weiß, dass der WT dort steht, sollte er es eigentlich als guter Spieler wissen. Trotzdem seitwärts zu ihm rüberfährt und probiert zu crossen, einfach nur, weil er pushen will, wie der letzte Dödel. Und dann nochmal einen 640er kassiert. Dann ist es natürlich immer einfacher, sich beim Gegner oder beim eigenen Team zu beschweren, als seine eigenen Fehler zu analysieren. Hier der Ups-Kollege deutlich beides seine Fehler oder beziehungsweise der erste Schuss war unlucky, dass sie sich da genau begegnet sind. Aber selbst da hat er nicht vorpushen müssen, er wusste, dass der WT da ist. Warum soll ich dann auf ihn drauf pushen? Der hat viel mehr Alpha. Ich habe einen echt terrible Reload. Wie gesagt, beides mal mehr das Verfehlen des Ups-Spielers als ob es jetzt hier das Gegnerteam oder sein eigenes gewesen wäre. Also, aber es ist immer natürlich einfacher, die eigenen Leute zu blamen. Ah, der Action X ist ganz schön, probiert sich am Leben zu halten. Das rechne ich ihm an. Ist immer noch im Leben, der Action X. Und das 252, das verkauft sich hier wirklich böse. Böse. Na, heute habe ich ja Sprachenlern-Bubble. Oh, 252, das war vielleicht nicht so geil. Der Tiger nimmt da hinten schön den Action X jetzt raus. Jetzt hier mit HE den One-Shot-Löwen rausgenommen. Wichtig. Was lebt jetzt noch? Noch ein Löwe, der auch One-Shot ist und ein One-Shot-WT. Mit HE ist sogar. Also, sind, glaube ich, alle mit HE One-Shot jetzt für ihn. Jo, alle mit HE. Nummer 1. Auf den WT würde ich aber sogar einfach AP schießen. To be honest. Oh, leider nicht, Gildet, aber trotzdem jetzt hier Moonlager. Na gut. Gut ist, man könnte jetzt natürlich jetzt denken, so, warum facecheckst du jetzt den WT? Einfach, er hat 1377 HP. Er kann jetzt nur durch eine Möglichkeit sterben. Und zwar muss der WT, der gegnerische, ihn mit HE Max wollen, mit anzünden oder Amorect ihn. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Sonst stirbt er nicht, weil das Feuer könnte er nicht löschen, sein Multikit ist weg. Und Amorek, was willst du machen? Sonst könnte der WT aber selbst im HE Max wohl machen, 1200 Schaden und er würde immer noch leben. Deswegen einfach hier festchecken und drauf da. Muss ich auch keine Gedanken machen über irgendwas wegen Cap Lead oder sowas, muss ich nicht beeilen. Er kann sich hier quasi die Zeit nehmen. Oh, ist das schade, schade Schokolade.
Aber komm, dann fangen wir. Zeit ist noch da, so ein Stück weit. B muss hier gar nicht gekappt werden, warum auch. Wenn er an D stehen bleibt, dann ist er sowieso des Todes. Macht er, und jetzt können wir hier einfach durchfahren. Ja, durch die Mauern ist man auch unspotted. Und damit ist der WT jetzt dort. Hat sich auch verschätzt beim, wo der Gegner herkommt. Und dementsprechend hier rausgenommen. Sehr schöne Runde, sehr schön gespielt. Schön immer quasi gewusst, wann er dort wegfahren muss. Schön die ersten Sideshots. Schade, dass, wie gesagt, auf den Action X. Dann wären wir auch wieder bei 7k Damage gewesen, über 7k. Aber so ist es nun mal halt. Trotzdem hier, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Runde. Den Panzer sehr, sehr schön gespielt, gewusst, wann er wegfahren muss, gewusst, wie er spielen muss, die Munitionswahl. Und obwohl er Top-Tier war, hier eine sehr schöne Supportleistung für die Heavys gebracht. Hier gerade für das 252 hat wegen seiner Hilfe sehr, sehr lange durchgehalten. Und ja, das Geflame, Leute, wenn ihr sowas macht, das kann man auch mal, ne, was lernen wir daraus? Auch aus diesem Flame, von diesem Kollegen aus Ups. Einfach lieber mal eure eigenen Fehler analysieren, bevor man die Gegner flamet, weil das ist natürlich immer einfacher. Passiert mir aber, um ehrlich zu sein, auch. So, trotzdem hier, verdienter Ace-Tanker. Die Kriegermedaille und die High-Caliber-Medaille gibt es noch hinterher geschenkt. Und ja, hat hier deswegen eine hervorragende Leistung abgegeben und hat hier sein Team natürlich ordentlich gecarried, wenn man sich das mal hier so anguckt. Ne? Waren aber auch ein ganz paar Achter mit dabei, die man hier zerfressen kann. Da freut sich natürlich immer so ein kleiner WT. Und ja, schönen Runden. Krasse Runden, heute massiv viel Damage mit dabei gewesen. Und ja, wir sehen uns dann nachher im Stream. Ich sage dann mal Tschüss, bis dahin, macht's gut, euer Moria, ciao.